So, neue Folge. Jetzt habe ich ganz viel Zeit hierfür. So, jetzt kann ich nämlich OBS minimieren. Und dann gucke ich nochmal. Also, auf der Karte. Genau, hier oben sind bisher keine neuen. Ich habe alle abgeklappert auf jeden Fall. Dann wäre der nächste hier. Oder? Warte mal. Ja, doch, doch, doch. Da sind keine neuen. Wunderbärchen. Okay. Dann jetzt mal kurz dahin. Dritter Monitor. Naja, ich sag mal so, ne? Wenn ich mir endlich auch meinen neuen Monitor hole, was demnächst hoffentlich endlich mal der Fall ist, auch, dann könnte ich den schon als, dann könnte ich schon drei Monitore einrichten. Ich habe vielleicht gedacht, dass ich dann quasi den jetzigen Hauptmonitor dann hier quasi rechts hinstelle. In der Mitte dann natürlich den neuen. Und den dünnen, also den kleinen Monitor dann quasi hochkant benutze. Das geht ja auch. Und dann so noch so einen schmalen Bildschirm zum Beispiel links habe für irgendwelche, weiß ich nicht, Kleinigkeiten. Word. Komplett Lösungen von Spielen kann ich daran hin tun. Die ich ja immer benutze zum Spielen. Warum kläre ich eigentlich gerade so umständlich, können wir das mal sagen? Hochkant. Okay, den haben wir auch. Okay, im noch nicht erforschten Gebiet ist was. Vielleicht werden die auch erst auf der Map angezeigt, wenn man das Gebiet eingenommen hat. Das könnte halt auch sein, ne? Weil. Dann werde ich jetzt einfach mal das Gebiet einnehmen. Wobei, nee. Das ganze Hafengebiet hatten wir noch gar nicht eingenommen. Trotzdem konnten wir da schon welche sammeln. Keine Ahnung. Aber wenn wir jetzt schon mal hier sind, ne? Dann würde ich mal eben schnell. Hoppala, das wollte ich nicht. Dann werde ich mal eben schnell den Teil einnehmen, sofern das Spiel es mir erlaubt. Oh Gott. Sofern das Spiel mitteilt, wo jetzt die Gegner sind. Aber das tut es scheinbar nicht. Ja, da habe ich auch schon 40 Städte hochkant, aber das ist dann irgendwie so auf dem linken Bildschirm, ist auch ein bisschen ätzend, glaube ich. Naja, aber wenn du halt wirklich 13 nach Insel 1 hattest, dann hast du ja auch alle hier. Ja, ich glaube, ich hatte 13. Ich will meine Hand nicht ins Feuer legen dafür, für diese Aussage. Aber wahrscheinlich. Wahrscheinlich hast du recht. Hier sind keine Gegner. Was soll das denn? Können wir kurz den Überfall denn verhindern? Okay. Interesting, möchte ich sagen. Alter, wieder Multikill des Jahrhunderts. War langweiliger als ich dachte, aber egal. Trotzdem befriedigend. Autsch. Ist nur noch du, Kumpel. Nice! Er ist ins Wasser gespawnt. So ein Vollidiot. Leck mich am Arsch. So, leider war hier nichts. Sehr bedauerlich. Mann, wieso sind denn jetzt wieder keine Gegner hier? Ey, ich kotze doch. Da ist wieder ein Überfall. Ah. Gib mir Nebenmission. Er stirbt nicht. Dankeschön. Er gibt Nebenmission. Sehr freundlich. Okay. Schönes Bild. So, was haben wir hier? Okay. Direkt am Dork. Dork.
Ich werde übrigens die TTT-Sachen einfach auf den USB-Stick oder Festplatte kopieren, dann habe ich das alles einfach schon. Versuch's gerne. Also, weiß ich nicht, wo sind denn die Daten? Wenn das einfach so klappt. Im Zweifel wieder runterladen, ist ja jetzt auch nicht so das Problem, ne? So, warte mal, wie sah das jetzt aus hier? Oben drupp. Ob dem Ding da wahrscheinlich. Ja, okay. Da muss ich mich jetzt einmal hocharbeiten. Die Mission heißt Sidequest. Ja. Sehr schön. Ist nicht das, wo ich damals hochgeklettert bin hier, ne? Okay, wenn es schon Leiter gibt, dann nehme ich auch Leiter. Da ist ein Splitter. Den werde ich jetzt nicht holen. Vielleicht auf dem Rückweg. Ah, hier ist es schon. Wunderbar. So, Safe Games sind auf Stramm. Steam Safe gibt's, also Steam Cloud. Dürfte standardmäßig aktiviert sein, also die Speicherstände dürften alle da sein. Ich hatte ja auch schon PC-Wechsel zwischen Speicherständen. Ja, also Moment. Die ich dann wieder entdeckt habe. Steam dürfte alles speichern. So. Versuche es nochmal hier. Beziehungsweise. Warte mal. Wo bin ich jetzt? Ich will ja doch nochmal jetzt gerade die Dinger abklappern, ne? Genau, 526 hatte ich. 27. Ne, 27 hatte ich gerade, ne? Das habe ich. Ja. Da habe ich gerade geguckt. Das war ja nicht. Okay. Dann haben wir hier und hier noch. Okay. Ich gehe halt jetzt zur Sicherheit nochmal alle abklappern, ne? Fehlt mir jetzt eigentlich noch ein oder zwei Laufwerke? Ich habe gerade nicht aufgepasst vorhin. Zwei, ne? Ich meine, für Bloons habe ich ja eh einen Account für Safe States, aber auch für den Rest. Jo. Na gut, im Zweifel. Ja gut, Baphomets Fluch, ne? Wobei, bis dahin hast du es ja eh durch. Was sag, was hast du denn im Zweifel für Spielstände? Sowas wie TDT hat ja keine Spielstände. So wirklich. Zum Beispiel, oder Crap Game. Aber ja, im Zweifel. Also ich glaube, ich glaube aber nicht jedes Spiel unterstützt Steam Safe tatsächlich. Stimmt, das kannst du nachgucken. Da gibt es dann so ein Symbol, was da irgendwo steht. Aber ich würde echt, aber ich behaupte mal, 90% der Spieler nutzen Steam Cloud. Höchstens halt so alte, komische Spiele. Und Baphomets Fluch ist ja so ein altes, komisches Spiel. Könnte sogar sein, dass das vielleicht das nicht hat. Ich weiß es nicht. Vogel! Vogel! Leute! Okay, wo Vogel? Da ganz oben. Alter, der Snipe. Off. Audiomitschnitt von Joseph Bertrand, Datei B107. Das ist eine Schönheit, Doktor. Wie durchschlagsstark ist sie? Wie gewünscht ist die Rakete etwas schwächer. Die Sprengkraft liegt bei etwa 51 Kilotonnen. Aber ich habe so etwas noch nie gebaut. Wenn ich eine... Schon mal Nebenmission freischalten. Kommt nicht in Frage. Dann säße uns die Regierung im Nacken noch bevor das Ergebnis ausgewertet wäre. Hoffen wir einfach das Beste. Und dass wir sie niemals einsetzen müssen. Achso, warte mal. Genau hier ist ja auch wäre noch ein Vogel. Aber nee, okay, den haben wir dann offensichtlich. Na gut. Jetzt die Frage. Wo ist hier ein... Ja, okay. Wo sind die Gegner? Noch 100 Meters? Oder mehr? Was sagt ihr? Oh Gott, die können da überall sein. Oh, hier sehe ich nichts. Alter, mit Chicken Horse, stimmt. Auch wichtig. Das hat Safe, Steam Safe, Steam Cloud. Spawnen ist wieder keine Gegner. Och man. Es ist irgendwie so ein bisschen glücksabhängig, ob dann auch Gegner hier spawnen. Ich raff das nicht so ganz. Toll.
Ach ja, übrigens, ne, kann ich hier einfach mal erzählen im Stream. Vorhin ist was Cooles passiert. Dennis, der gute Dennis, war Sugar Daddy und hat mir einfach 2 Spiele auf Steam geschenkt, beziehungsweise er hat sich wohl irgendein Bundle gekauft und hatte dann Codes übrig. Und zwar Metro Exodus und, noch viel geiler, Quantum Break. Das wollte ich ja sowieso dieses Jahr let's playen und da passt das sehr gut. Danke Dennis an der Stelle. Okay, der wird safe keine Nebenmission haben, aber ein Versuch ist es wert! Bist du tot? Was halt ganz witzig ist, weil ich hatte halt wirklich vor, mir Quantum Break zum Geburtstag zu wünschen. Da gibt es halt so eine schöne PC Collectors Edition. Und die wollte ich mir halt tatsächlich von meinen Eltern wünschen lassen. Ich habe schon quasi gedacht, ich habe gestern schon gedacht, ich muss das endlich mal meinen Eltern schicken. Hab's aber irgendwie vergessen. Und jetzt hat Dennis mir das geschenkt. Gut, dass ich es nicht getan habe. Das heißt, ich kann mir jetzt irgendwas anderes zum Geburtstag wünschen. Aber ja, war auf jeden Fall gute Sache. Dennis loben an der Stelle. Dennis, ja, mit Y. Ja, der Dennis. Nicht, Zugzui hat mir keine Steam-Spiele geschenkt. Mann, wo ist das denn? Wieso? Oh, ich hasse das denn. Einfach die Dudes scheinbar nicht spawnen manchmal. Finde ich irgendwie weird. Ja, komm, dann gehe ich jetzt wieder hier hin, würde ich sagen. Abwechslung oder so. Also, ich würde behaupten, die zweite Insel habe ich jetzt auf jeden Fall zu 100% gecleared. Also, in Bezug auf Vögel, meine ich. Man muss die Musiker killen. Ist doch kacke. Warte mal, ich... Eine Sache gucke ich nochmal eben kurz. Ich war ja nicht ganz da im ja, Norden. Vielleicht ist ja hier doch irgendwas, was man dann doch nicht gesehen hat. Aber nee, sieht nicht danach aus. Nur der Splitter hier. Schade. Naja, hätte er sein können. Oh, aber jetzt ist hier was gespawnt, glaube ich. Ein Überfall? Ein Überfall? Habe mich noch nie so über einen Überfall gefreut. Vielleicht. Ich drücke schon seit 10 Minuten Dreieck. Bomb. Ja, er hat die Nebenmission. Geilo, zum Glück bin ich noch nicht abgehauen. Einheit 237. Wie schreibt man ihn? ZB2T, wie kommst du von mir? also jetzt wirklich mit I, also D-E-N-I-Z. Dennis, wie wird das ausgesprochen? Weiß ich nicht, türkisch. er nennt sich Dennis, also von daher scheint er zu passen. Ich habe übrigens nicht aufgepasst, was meine Aufgabe ist. Scheinen sie einen Konvoi aus. Aber Autokonvoi. Ah, das ist gut. Genau so. Aber ist geil. Ich werde das Quantum Break wahrscheinlich schon bald machen, wenn ich dann wieder hier bin. Also vielleicht danach dem, ja, ich nenne es mal Projekt, dem Toys for Bob Projekt. Ach du Scheiße. Oh, warte mal, warte, ich hab die Idee des Jahrhunderts. Ich muss ja sowieso, ich habe ja noch die Granate, die ich kaufen kann. Und die wird jetzt, gibt's jetzt mal schön ins Gesicht hier. Oh, geil. Okay, das Ding ist geil. Gefällt mir, auch wenn die irgendwie nur leben alle. Ich muss nämlich Quantum Break auf jeden Fall bald spielen, weil ich sterbe gerade. Weil aus irgendeinem Grund, ich mag Remedy, aber das kann ich ihnen nicht verzeihen. Die Folgen, die man halt gucken kann, wie gesagt, es ist ja so ein Hybrid aus Spiel und Serie. Ne, man spielt ja und dann gibt es ab und zu Folgen. Es sind zum Glück nur, ich habe rausgefunden, ich glaube 4 Folgen und die dauern alle nur 20 Minuten. Das sind keine 40 Minuten Folgen, wie ich zuerst dachte. Und ich habe rausgefunden, alle möglichen Leute haben das auf YouTube gezeigt. Also ich kann das, glaube ich, ohne Probleme zeigen. Nicht, dass da irgendwelche Kopierschutzsachen plötzlich kommen. Weil es ja eine Serie, aber eigentlich hätte mich das auch gewundert. Aber diese Serie wird gestreamt. Also das sind keine Dateien, sondern das wird halt von irgendeinem Server gestreamt. Und da das Spiel ja jetzt auch nicht unbedingt das bekannteste ist, kann ich mir vorstellen, dass die Server irgendwann mal offline gehen werden.
und man es dann vielleicht gar nicht mehr sich angucken kann. Auf der anderen Seite ist Remedy ja sehr ambitioniert, was ihre Spielehaltung angeht. Ich meine auch Alan Wake, was ja kurzzeitig nicht auf Steam verfügbar war wegen Lizenz, haben sie ja zurückgeholt. Also. Vertrauen in Remedy oder so. Damn. Einfach über die Serie plappern. Kannst du das dann nicht auf YouTube dann react? Ja gut, im Zweifel könnte ich das wahrscheinlich auch, ne? Vielleicht gibt's, kann man das auf YouTube irgendwo angucken. Das weiß ich nicht. Also ich würde das dann natürlich schon im Spiel natürlich zeigen und ich würde dann auch, ja, das ist tatsächlich jetzt der Weg, Laufweg dahin wahrscheinlich am klügsten. Na egal, passt schon. Ich würde dann wahrscheinlich die Fresse halten. Das sind dann wahrscheinlich ab und zu Folgen. Also ich würde es dann natürlich irgendwie so gucken, dass ich es halt schaffe, die Folgen als ein Video hochzuladen. Und dann würde ich wahrscheinlich nicht drüber reden, tatsächlich. Höchstens dann vielleicht am Ende ein, zwei Worte. Mal gucken. Mal gucken. Wird mal was anderes. Ich meine, ich finde es cool, dass Remedy das irgendwie mal gemacht hat. Mal was anderes ausprobiert, ne? Aber ob das so geil ist, weiß ich nicht. Aber hey. Ich bin halt allein schon interessiert, weil es halt Remedy ist und weil es hier offensichtlich doch im gleichen Universum wie Alan Wake und Control spielt. Deswegen bin ich da schon sehr gespannt. Aber bin schon ein bisschen gespannt auf das Game. Wirklich schon interessant, aber hatte irgendwie halt keine IP damals. Von deinen Leuten. Es gibt schon Leute, also hier Sarah. Ich habe gerade Minuspunkte dafür bekommen, weil die sich umgebracht hat. Okay. Was auch immer. Sarazar hat das damals auf jeden Fall gespielt. Mehr weiß ich nicht. Habe ich auf jeden Fall Lust drauf. Dann Control. Dann nochmal Control richtig spielen. Und nicht hier scheiß PS4-Version. Muss man ja leider so sagen. Sarazar habe ich da wohl nicht mehr verfolgt. Ich habe Sarazar noch nie wirklich verfolgt. Lalala. So, die Folge ist nicht mehr so lang. Das wäre jetzt super geil, wenn ich jetzt einfach noch eben schnell die Nebenmission hier fertig kloppen könnte. Dann haben wir es ja fast. Dann suche ich auf der ersten Insel nochmal eben schnell den Vogel. Das sollte dann ja auch nicht so lang gehen. Und dann... Hauptmission durchballern. Welches ja, glaube ich, nur noch 5 Stück an der Zahl sind. Okay, da sehe ich Gegner. Ja, sind wieder die Gegner. Okay, Moment. Muss ich vielleicht ein bisschen aufpassen, dass ich die nicht irgendwie da runterboxe. Vielleicht kann ich mich von hinten anschleichen, die einfach wegsnipern oder so. Ich habe keinen Strom. Das ist schlecht. Der lebt ja noch. Kumpel, ich will nicht, dass ihr so nah am Rand lauft. Könnt ihr das bitte sein lassen? Hilft niemandem. Fetzen die doch auch weg. Oh. Das ist doch scheiße, Leute. Oh, aber da ist was gedroppt. Geil. Oh, ein Glück. Ein Glück ist ja nicht im Wasser gelandet. Okay, letzte Nebenmission. Hey, was ist das? Mit irgend so einem Bescheißzug, oh ne. Mein ganzes Leben lang, weiß ich nicht. So, und gleich Vogel suchen. Gleich Vogel suchen. Habe ich im Echtzeit nicht so Lust drauf, aber jetzt fehlt ja wirklich nur noch einer. Also den will ich jetzt wirklich haben. Kann auch nicht angehen. Warte mal, wie sah das gerade aus? Naja, es wird der hier oben sein, denke ich. Ja.
Ah, da ist nämlich, hier sind nämlich diese runden Züge da. Wie heißen die denn? Gehst du da bitte hoch? Goal. Danke. Ich hier drin? Im nächsten Ding vielleicht? Ah. Aha. Okay, seid ihr bereit, die letzte Nebenmission abzuschließen? Ich bin es auf jeden Fall. Juhu! Geilo! Waren da gerade zwei auf einmal? Ich glaube schon. Sah so aus. Pling! Möchte ich jetzt hören. Danke, der neue Sheriff, Alter. I'm the new Sheriff in town. Scherbenradar kaufen. Ja, konnte ich auch schon vorher übrigens. Es gibt ja, gab ja mehr als 60 Nebenmissionen, glaube ich. So, dann öffne ich jetzt mal wieder die Map, hä? Wobei, die Folge ist vorbei. Passt ja, beim nächsten Mal dann auf jeden Fall. Ciao!